Yo, Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen fußigen Johnny Fuß Video. Heute werden wir wieder mal ein bisschen Spaß haben. Spaß mit dem Losi DBXL 2.0, eins meiner Lieblingsautos. Das ist ein richtig dickes Teil. Ich meine, schaut euch mal diese fetten Stoßdämpfer an. Alter, die sind ja größer als mein Finger. Lasst einen Daumen hoch da. Aber nicht nur die Stoßdämpfer sind fett, sondern auch der Motor. Schaut euch das Ding mal an. Der Motor, der hat hier schon die Größe einer Getränkedose. Und genau das macht den DBXL 2.0 sauschnell. Und weil er so schnell ist, hat er ein Problem. Und zwar ist der Reifen hier geplatzt. Schaut euch das an. Total aufgerissen, hat gar kein Innenleben mehr, sitzt nicht mehr richtig auf der Felge drauf. Den müssen wir erstmal wechseln. Schaut euch das an, neues Rad ist dran. Das habe ich hier von meinem Ersatzteilspender. Die Akkus, die sind auch schon vollgeladen. Das bedeutet, wir können loslegen. Oh, wir haben ein ganz dickes Problem. Und zwar läuft die Maschine nicht. Der Regler, der blinkt auch rot. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Wahrscheinlich nicht. Wenn wir wieder zu Hause sind, muss ich mal danach schauen. Aber jetzt kümmere ich mich erstmal um die anderen Fahrzeuge. Kurzer Größenvergleich, Maßstab 1 zu 10, Maßstab 1 zu 5. Moment, jetzt könnt ihr das Ganze besser betrachten. Na komm, ich gebe mal Gas. Oh yeah! Also ich muss sagen, der geht ganz schön ab. Oh, ich habe auch noch was Schönes dabei. Und zwar den Outcast 8S. Ach nö, die Lenkung ist ausgefallen, ich sag's euch. Der Servo, der macht einfach überhaupt nichts mehr. Verdammt, nur Probleme heute. Wie es aussieht, ist beim DBXL der Regler kaputt. Hier der Servo. Was kommt als nächstes? Wird mal wieder Zeit für eine Ersatzteilbestellung, ey. Komm, machen wir zur Feier des Tages einen Monstersprung. Oh. Oh mein Gott. Boah. Der hat ja fast geschafft, das komplette Ding hier zu nehmen. Alter, ey. Wow. Naja, wenigstens ist auf den Outcast 8S heute Verlass. Wechseln wir die Location. Es wird Zeit für einen Backflip. Was war das denn für ein Backflip? Oh je. Boah. Rette den mal. Hackt der was? Hast du den kaputt gemacht? Nö, alles gut. EXB steht für Extreme Badge. Und das bedeutet, er ist sehr stabil. Ja. Wow. Wow, das ist ein Fahrzeug ganz nach meinem Geschmack. Schön stabil, bisschen stuntfähig, schön riesig, schön schnell. Genauso muss es sein. Wechseln wir wieder die Location. Bam. Das Gegenteil von deinem P. Oh, wir haben doch ein kleines Problem. Und zwar schaut euch das mal an. Ich glaube, der Stoßdämpfer, der ist leicht verbogen. Wenn der nämlich einfährt, kommt der nicht mehr so leicht raus. Oh, oh. Naja, fährt noch. Ich habe so das Gefühl, der Outcast möchte gerne ein Upgrade haben. Der bettelt schon förmlich danach. Jetzt wechseln wir wirklich die Location.
Wir sind wieder mal auf der Monsterwiese. Ich baller noch schnell die Akkus leer. Boah. Alter. Was ist da abgeflogen? Rad, ey. Das ist nicht passiert, oder? Bist du jetzt schon Andi, oder was? Alter, wie hoch das auch geflogen ist, ne? Ja, und hiermit liebe Grüße an Andi. Heute warst du es nicht. Hat der Andi die Räder montiert? Nee, leider nicht. Ey, ich habe meine Mutter verloren. Ja. Also die Mutter vom Outcast. Du hast gesagt, du willst nur die Akkus leer fahren. Ey, wir müssen die mal suchen. Irgendwo ist die bestimmt flöten gegangen gerade eben. Toll, jetzt muss noch eine Mutter suchen gehen. Das gibt's doch noch nicht. Ach du Kacke, wir haben sie gefunden. Das ist wie die Nadel im Heuhaufen suchen. Wir sind hier alles abgelaufen und am Ende lag die einfach hier. Heimi, willst du mich heiraten? Passt wie angepasst. Alter, heftiger Ringe. Ich würde sagen, wir haben die Akkus leer genug gefahren. Fahren wir wieder in die Garage zurück und dann machen wir erstmal eine kleine Schadensaufnahme und gucken nach Ersatzteilen. Das Problem mit dem DBXL konnte ich recht leicht lösen. Also der Regler funktioniert so, wie er soll. Der Empfänger war einfach nicht mehr mit meiner Funke hier verbunden. Keine Ahnung warum. Also ich habe hier eine Funke, da habe ich 20 Modelle oder so drin. Ich habe den DBXL jetzt aber wieder eine eigene Funke gegeben, weil ich halt bemerkt habe, wenn so viele Modelle hier auf der Funke drauf gespeichert sind, dann kann ich halt immer nur eins fahren und nicht zwei oder drei gleichzeitig. Und das ist halt blöd, wenn ich mal mit anderen Leuten unterwegs bin. Also es macht für mich einfach mehr Sinn, dass jedes Fahrzeug seine eigene Funke hat. Hier haben wir das Glück, dass der Empfänger sehr leicht zugänglich ist. Einfach hier nur diese Schutzabdeckung mit der K.O.-Klammer abnehmen und fertig. Aber bei manchen Fahrzeugen ist es schon etwas komplizierter und gerade wenn man jetzt los möchte, dann jedes Mal noch eine Funke anzulernen, boah, das ist echt nervig. Den mache ich aus. Ich bin echt froh, dass er wieder funktioniert, denn ich möchte demnächst mal wieder in eine Kiesgrube gehen und boah, das ist das perfekte Fahrzeug für die Kiesgrube, das sage ich euch. Und nach der Kiesgrube bekommt ihr hier auf jeden Fall auch mal ein bisschen Pflege. Das hat er nämlich schon so langsam nötig. Weiter geht es mit dem kleinen Losi und ja, tatsächlich stimmt da irgendwas mit dem Servo nicht, denn wenn ich lenke, jetzt lenkt er schon mal wenigstens, aber nichtsdestotrotz, habt ihr das gerade gesehen, der überdreht da manchmal so krass. Ich glaube, da muss einfach ein neuer her. Hab hier einen bei Banggood gefunden, kostet fast 40 Euro, 36 Kilogramm. Also der soll ganz gut sein, wie es aussieht. Den werde ich mal bestellen, falls euch dafür interessiert. Link ist in der Beschreibung. Jetzt geht's noch weiter mit dem Outcast 8S. Der Dämpfer, der ist hier sogar ausgelaufen, wie man sehen kann. Ansonsten, na, das hat sich auch ein bisschen verbogen. Aber bauen wir erstmal den Dämpfer aus. Ich habe den hier jetzt schon auseinandergenommen. Und jetzt sieht man das Ausmaß, also der hat da wirklich ordentlich einen drauf bekommen. Aber möglicherweise können wir das auch richten, ne? Hab das jetzt mit dem Hammer bearbeitet. Ist jetzt nicht perfekt, keine Frage, aber es läuft wieder flüssig. Den baue ich jetzt wieder ein. Und dann hat sich herausgestellt, dass der Totalausfall heute gar nicht so tragisch war, wie ich zuerst befürchtet habe. Wir brauchen nur einen neuen Servo. Und bald auch wahrscheinlich einen neuen Dämpfer. Das war's für heute mit dem Johnny, mit dem fußigen Johnny Fuß Video. Hier kann ich zwei weitere Videos anschauen. Wir sehen uns. Peace. Junge, es macht Boom, 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 Boom. Baller alles weg, es gibt keine Konkurrenz.